Mannheim bleibt ohne Folgen, zumindest für die Politik des Innenministeriums. Sie lobt sich stattdessen für eine sehr gelungene Migrationspolitik. Und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns mal an. Herzlich willkommen bei Warum unkritisch, mein Name ist Lil. Schön, dass du Zeit für dieses Thema hast. Ja, nur 3 Tage nach diesem Angriff von Mannheim wurde in Berlin hier eine Migrationskonferenz abgehalten im Bundestag. Und darin feiert sich tatsächlich das gesamte Innenministerium für seine ach so gelungene Migrationspolitik. Und deshalb war auch der Sonderbevollmächtigte der Bundesregierung in Sachen Migrationsabkommen, das ist Joachim Stamp von der FDP, dabei. In einem Gespräch mit der Rheinischen Post hat Stamp dieser Tage sogar einige von ihm ausgehandelte Migrationsabkommen vorgestellt und war sichtlich stolz darauf. Das ganze Ereignis rund um Mannheim ließ er natürlich dabei außen vor, genauso wie auch während dieser Migrationskonferenz im Bundestag. Und er sagte, er sei sehr glücklich darüber, dass auch mit Kenia und Usbekistan hier Abkommen getroffen worden seien, die im September unterschrieben werden. Und beide Länder haben nach Stamp geopolitische große Bedeutung für Deutschland, was immer das auch heißen mag. Und außerdem bereitet Stamp ähnliche Abkommen mit Kirgisistan und den Philippinen vor. Und wörtlich sagte er, hier steht die Fachkräftegewinnung im Vordergrund. Diese Länder haben einen großen Überschuss an jungen Menschen. Da nehmen wir niemandem etwas weg. Wichtig ist Stamp, die im Januar vereinbarte Zusammenarbeit auch ebenfalls mit Marokko. Und es soll natürlich auch hier möglich sein, dass auch viele Marokkaner auf legalem Weg in den deutschen Arbeitsmarkt kommen könnten. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Ampel ist grundsätzlich auch für noch mehr Zuwanderung aus muslimischen Ländern. Denn nicht nur Marokko, sondern auch Usbekistan und Kirgisistan sind überwiegend ja muslimische Länder. Und wie gut passt das eigentlich zu den ganzen Ereignissen, die wir ja nicht nur in Mannheim, sondern auch vielen anderen Städten hier erleben müssen, wie viele Verbrechen hier passieren, eben durch insbesondere muslimische Migranten. Eigentlich passt das gar nicht zusammen. Aber das ist ja nicht so schlimm, auch wenn erst im April die römische Polizei hier einen tschadschikischen, mutmaßlichen IS-Terroristen, der über gefälschte Pässe aus Usbekistan und Kasachstan und der Ukraine verfügte, festgenommen hat. Alles ja gar kein Problem. Nancy Faeser warnt ja immer vor den Ressentiments, die wir halt eben gegen solche Menschen hätten. Das wäre ja viel schlimmer. Und deswegen ja auch dieser Expertenrat gegen Muslimfeindlichkeit. Aufsehen erregte auch die Jagd, die Muslime in Dagestan im Oktober auf vermeintlich dort gelandene Juden eröffneten. Aber es ist ja egal. Sind sie erstmal hier, dann gucken wir mal, wie die Herrschaften sich benehmen oder halt eben auch nicht bewegen. Und Nancy Faeser gab im Übrigen schon zuvor ein Interview dem Handelsblatt und dort sagte sie, dass Migrationsabkommen ein entscheidender Schlüssel seien, um Arbeits- und Fachkräfte nach Deutschland zu holen und Menschen ohne Bleiberecht schneller zurückzuführen. Die Ampel hat laut Faeser für neue Klarheit der Migrationspolitik gesorgt. Ja, das ist wohl wahr. Denn in welche Richtung geht die Migrationspolitik? Immer schön hinein nach Deutschland. Die Rückführung findet so gut wie gar nicht statt. Im vergangenen Jahr gab es lediglich 5.000 Abschiebungen. Und das meist zu einem horrenden Preis. Pro Abschiebung wurden Privatjets hier geordert und jeder Privatjet kostete dem Steuerzahler hier 120.000 Euro. Eine Kleinigkeit, ist doch völlig klar. Und die Regierung hält die Migration wirklich für eine reinste Wundertüte. Und ein Abflauen ist überhaupt gar nicht vorgesehen. Denn laut Joachim Stamp sind weitere Partnerschaften mit unterschiedlichen Staaten in Vorbereitung. Diese bedürfen natürlich oftmals der Vertraulichkeit, so sagte Stamp. Und daher können wir auch nicht immer über alle Gespräche und Aktivitäten im Vorfeld berichten. Da kommt also höchstwahrscheinlich noch eine große Überraschung auf uns zu. Und Innenministerin Faeser sagt ja immer wieder, dass die Bundesregierung natürlich auch weiterhin ihrer humanitären Verantwortung gegenüber den Menschen gerecht wird, die vor Krieg und Terror flüchten. Das ist auch in Ordnung. Aber, dass diese Geflüchteten in Deutschland wiederum Krieg und Terror verbreiten, ist wohl nur ein kleiner Kollateralschaden. Naja, und dann trifft es halt eben mal den ein oder anderen Polizisten oder die ein oder andere Person, die ihr Leben lassen muss oder vergewaltigt wird.
das muss man halt eben im Sinne der humanitären Verantwortung hier in Kauf nehmen. Und wie sieht es denn auf Seiten der Industrie aus? Tja, hier ist es tatsächlich so, dass die Industriespitzen in Deutschland für weiter forcierte Zuwanderung sich ausgesprochen haben. Denn erst Anfang Mai erinnerten Ökonomen vom Kölner Institut der deutschen Wirtschaft laut Tagesspiegel daran, dass in Deutschland 573.000 qualifizierte Arbeitskräfte fehlen und dadurch in den kommenden Jahren bis zu 74 Milliarden Euro Mehrwert verloren gehen. Es geht immer nur ums Geld. Und selbst die ganz besondere Wirtschaftsweise Monika Schnitzer, die ich echt gefressen habe, sie sprach sogar davon, dass jährlich 1,5 Millionen Zuwanderung notwendig seien. Da fragt man sich, geht es noch verrückter? Bei Tichys Einblick heißt es, man hat den Eindruck, die Bürger sollen mit solchen Aussagen inzwischen erschreckt und weichgeklopft werden, als ob das Land alleine nichts mehr zu Wege brächte. Ja, wir brauchen einfach Fachkräfte aus dem Ausland, weil wir Deutschen alleine schaffen das sowieso nicht. Die Bundesregierung gibt den Wachstumserklärern, was diese verlangen. Also Zuwanderung en masse. Aber es gibt natürlich auch mittlerweile einen gewissen Widerstand von anderen europäischen Ländern. Es sind 8 EU-Länder, darunter Dänemark, Griechenland, Italien, Österreich, Polen und Zypern. Sie haben im Mai eine Neubewertung der Lage in Syrien gefordert. Heißt, sie wollen nochmal ganz genau schauen, ist Syrien wirklich für die dortige Bevölkerung ein nicht sicheres Land, sodass sie tatsächlich halt eben berechtigterweise vor Krieg und Terror flüchten können? Oder ist es nicht mittlerweile so, dass sehr viele Syrer hier nach Europa kommen, um sich vor dem Kriegsdienst bzw. vor dem Wehrdienst hier zu schützen und sich dem zu entziehen? Aber diese Überlegungen finden natürlich überhaupt nicht hier in unserer Bundeshauptstadt statt. Und weder Nancy Faeser noch Olaf Scholz bringen nichts anderes zustande als gewisse Lippenbekenntnisse und Bestürzung über die Ereignisse von Mannheim. Aber ansonsten sind ja viele auch aus dem linken, grünen Wogenlager der Meinung, dass es zu solchen Ausbrüchen, zu solchen Angriffen hier in Deutschland kommen würde. Das hätten wir selber, wir Deutschen hätten das zu verantworten. Ich gehe ja hin und wieder auch schon mal auf Blue Sky und mal mich zu informieren, wie denn da so die Stimmung ist. Und dort gibt es sehr viele, die der Meinung sind, tja, dass diese Menschen, die dann irgendwann mal als Jugendliche zu uns kommen, sich dann irgendwann radikalisieren, das ist unsere Schuld. Weil wir erkennen nicht, mit welchen Traumata diese Herrschaften zu uns kommen. Wir vermitteln denen auf irgendeine Art und Weise, dass wir sie verachten. Das finde ich echt eine ziemlich einseitige Beurteilung der ganzen Ereignisse, die sich ja seit vielen Jahren nicht nur hier in Deutschland ereignen. Der größte Teil der Menschen, die zu uns kommen, integrieren sich, wollen sich integrieren, haben sich integriert und sie lehnen ebenfalls jene Migranten ab, die hier solche Verbrechen begehen. Und sie sagen auch, es sind zu viele, die sich hier nicht integrieren wollen. Ich freue mich immer sehr auf eure Meinung und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.